Das ist ein beschissenes Rätsel. Ich hasse sowas. Rätsel sind wirklich nervig. Wenn es sein muss. Ihr seid zurück. Muss ich auch noch vier gleiche machen? Ich bin gleich da, wenn ich das Rätsel gelöst habe. So, kleiner Zwischenstand. Stell die Leute, hier ist der Anfang hier, wo meine Elisa steht. Stell die Leute so hin, damit ihr die ersten zwei Plattformen bekommt. Und lasst Elisa drauflaufen. Sprich, wie gesagt, drei Leute hier. Erste hier, der zweite am dritten Feld und der dritte am letzten links. So. Und Elisa läuft in die Mitte. So, jetzt müssen wir die Leute so stehen lassen, dass das Feld mindestens stehen bleibt, weil sonst müssen wir von beginnen. So. Ich werde weitermachen, wenn ich ein Feld weitergemacht habe. So, ich habe jetzt die nächste Figur hier hingestellt und den Hund hier auf den ersten gestellt. So, damit haben wir jetzt ein weiteres Feld aktiviert und können jetzt das dritte Feld betreten. So, jetzt fehlt uns noch ein Feld und dann haben wir den ersten Charakter, denke ich mal, hier vorne und können mit den restlichen folgen. So, gleich geht's weiter. So, ich habe jetzt das letzte Feld offen, kann jetzt drüber laufen. Vielleicht aufregen? Willst du es noch mal machen? Müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren hier. Ich habe einige Sätze wechseln müssen, weil meistens ist, sobald von der Plattform runtergegangen wurde, wieder das Feld verschwunden. Ich musste von vorne anfangen. Das bedeutet, ich bin, ja, habe keine. Also eine Spielfigur kann man immer bewegen, ohne dass hier einer abstürzt. So, aber ist nicht ganz ohne das Rätsel, müsste man mehrmals rumprobieren, aber das schafft ihr. Zumindest mit den Zwischenschritten, die ich euch jetzt gezeigt habe, ist es locker schaffbar. Wie gesagt, der letzte Schritt, um das erscheinen zu lassen, dann müsst ihr mit der einen Figur rumgehen. Jetzt, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, wie ich es gemacht habe, aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Mit einer Figur könnt ihr runtergehen und die müsst ihr umstellen und dann könnt ihr die andere, eine andere Figur nehmen und auch das Feld wechseln. Ungefähr so, wie ich es gemacht habe. Schau jetzt einfach, wie ich es gehabt und wie die Figuren standen und dann müsste es schaffbar sein. So, ich habe jetzt wirklich eine Viertelstunde lang rumexperimentiert. So, letztes Rätsel hoffentlich jetzt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, Altar. Dieser Altar ist nicht mehr als ein staubischer Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Legt ab die Zeichen weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. König und Sklave, Adliger und Bettler seien neugeboren unter dem Blick des Erbauers. Wow, jetzt muss ich meine Ausrüstung ablegen. So, oh, jetzt sind alle nackig hier. Wow. Die hat ja doch ein BH an. Die zieht extra ein BH an. Jetzt müsste ich hier durchlaufen können, oder was? Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid am Rasteweg gegangen und wurdet gleich hier gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilgerin. Ja, hat eine Weile gedauert. Heiligen Asche. Und aufgestiegen sind wir auch noch, zumindest unser Hund. So machen wir das. Unser Hund kann jetzt überwältigen.
Barbare springt auf sein Ziel, hält es am Boden fest und greift wiederholt an. Oder Ansturm. Oh, wir machen erstmal das. So, bin gleich wieder da. Mein Spiel flimmert. Obwohl, ich werde mal probieren, ob ich es jetzt schaffe hier. Ich wollte eigentlich die Leiche haben. Naja. Jetzt müssen wir ein Stück Asche mitnehmen für unseren Imen, beziehungsweise ein bisschen Blut reinschütten, um diesen Kultisten eben zu helfen. Und ich werde den Kultisten helfen. Endlich. Ich hätte mir nie erträumt, die Urne der heiligen Asche jemals selbst zu sehen. Mir fehlen die Worte für. Ich bin ja sowas von in Ehrfurcht erstarrt. Ja. Wollte gerade sagen, ein bisschen davon müssen wir ja auch noch nehmen. Und jetzt schütten wir noch ein bisschen was rein hier. Gucken, was passiert. Nein! Die Asche! Ihr Unhold! Ich war stolz darauf, neben jemandem wie euch zu stehen, aber das war ein Irrtum. Und ich lasse nicht zu, dass ihr damit durchkommt. Diese schlimmste aller Sünden kann nicht ungestraft bleiben. Andraste muss gerecht werden. Okay. Hammerman kommt. Und Lied. Oh. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir sind bloß so zu dritt. Und die Muschi ist jetzt gegen uns. Das ist nicht so gut. Aber es war eh nicht die stärkste. Und tschüss. Esther ist auch schon halb tot. Und hier kommen schon wieder zwei Aschegeister, die gefallen mir auch überhaupt nicht. Moment, so. Mensch, du. So, ich friere euch jetzt ein. So, mal gucken, ob wir den Arsch tot kriegen. Der könnte ein bisschen gefährlicher werden. Ja. Boah, wie stark ist das Arschloch? Bin gespannt. Ne, ich glaube, ich komme aus dem Raum gar nicht raus jetzt. Wow. Ich glaube, wir sollten vielleicht vorher die Aschegeister besiegen. Ich habe gleich echt ein Problem hier. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich verwandle mich vorher noch. Nee. Wie machen wir das? Alte ist eingefroren. Das war schon nicht so intelligent. Zwei Aschegeister. Die Alte ist gegen mich. Ja, beschissener kann man es eigentlich nicht haben. Machen wir so einen großen Lierumgang. Heilen uns. Wow. Der haut ganz schnell zu. Wisst ihr was? Du kotzt mich an hier. Heiße ich ebenfalls. Irgendwie muss ich jetzt hier was machen. Ansonsten sterbe ich. Natürlich blöd, wenn man sich jedes Mal selbst einfriert. Das Arschloch wurde zuerst mal. Mann, das nervt.